In diesem Video zeige ich, wie ihr euer bisher noch amateurhaftes Schlafzimmer in ein richtiges Filmstudio verwandelt. Und das kostenlos, ohne jegliche Hilfsmittel, ohne eine richtige Kamera. Legen wir los. Auf diesem Kanal möchte ich das perfekte Foto-Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, Stativ, aber wenn man das eben noch nicht hat und anfängt, man muss ja irgendwo anfangen und dann fängt man halt an mit einem Handy. Und das kann man auch schon recht professionell machen, wie man an diesem Image sieht. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal die Fehler korrigieren, die so ein normaler Nutzer machen würde, wenn er sein erstes YouTube-Video drehen würde. Hi Leute! Ich bin euer Ben aus Kempten und heute geht es um den Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 5. Ich als junger YouTuber möchte seinen Hintergrund richtig schön gestalten. Er stellt sich einfach vor eine weiße Wand, da er das schon mal irgendwo anders in schön gesehen hat. Oder er stellt sich vor eine weiße Wand mit Bildern drauf, die er einfach schön findet. Genau das ist eben der Grund, wieso das Ganze so doof aussieht. Denn nichts sticht hier so richtig raus. Euer Subjekt vergeht in den Hintergrund. Am besten habt ihr dann auch noch ein weißes T-Shirt an, sodass ihr noch mehr hinter den Hintergrund verschwindet. Das poppt einfach nicht richtig raus. Ihr solltet also versuchen, immer etwas von dem Hintergrund entfernt zu filmen. Am besten stellt ihr euer Handy, eure Kamera am Ende des Zimmers auf, sodass ihr in den Raum hereinfilmt auf euer Subjekt. Das zweite Problem, was wirklich sehr, sehr viele noch machen, ist, dass sie mit der Selfie-Kamera filmen. Sie möchten sich selber sehen, sie möchten ihren Frame checken, sie möchten halt einfach schon direkt sehen, wie das Ganze aussehen wird. Das ist eben der größte Fehler, den man auch machen kann, denn diese Selfie-Kamera ist einfach nicht gut und vor allem auch im Vergleich zu den Hauptkameras, die ja wirklich sehr, sehr gut sind. Und dass man sich selbst sehen kann, ist dann häufig auch nicht gut, denn man guckt einfach nur auf sein eigenes Gesicht während der ganzen Aufnahme und guckt nicht in die Kamera, was ja eben so den coolen Effekt hat. Man soll ja eben in die Kamera gucken und nicht auf ein Display und sich selber angucken. Das passiert aber dann halt trotzdem häufig. Also um das zu verbessern, filmt einfach mit der Hauptkamera. Egal, ob ihr euch dann auch nicht seht, checkt einfach vorher, wie das aussieht, nimmt vielleicht auch mal ein paar Testaufnahmen auf und dann werdet ihr sehen, das wird direkt viel besser aussehen. Und den dritten Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich einfach mit dem normalen Licht gefilmt habe. Ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht um das Keylight, um das Licht, was den Benutzer selbst belichten soll. Wie man es nicht anders kennt, hat man einfach das Deckenlicht angelassen und hat einfach so einfach gefilmt. Genau das ist eben der Fehler. In den Videos, wo ich die Möglichkeit hätte, mein eigenes Gear zu benutzen, also ein Licht, würde ich eine sehr, sehr große Softbox benutzen, damit das Licht sehr, sehr groß verteilt ist. Damit ich hier ein schönes, weiches Licht auf dem Gesicht habe und nicht hier blöde Augenschatten und so. Das würde ich normalfall benutzen. Da wir das aber jetzt hier als Anfänger nicht zur Verfügung haben, müssen wir uns irgendetwas anderes suchen. Und was bietet sich da am besten an? Genau, das Fenster. Hierbei muss man sagen, ist das bewölkte Wetter das Beste. Denn jetzt kommt schon das schöne, softe Licht von den Wolken her in unser Zimmer rein. Wenn dann aber die Sonne scheint und das Licht direkt in das Zimmer reinkommt, ist das eher nicht so gut und das weiche Licht wird halt zu einem harten Licht. Man sollte also schon darauf achten. Und wenn ihr jetzt diese drei Fehler behoben habt, dann seht ihr, was in dem Ganzen rauskommt. Nämlich dieses schöne Image. Was ich jetzt noch getan habe, ist im Hintergrund noch so ein schönes, kleines, farbiges Licht hinzuzufügen. Wenn ihr das habt, ist das natürlich wunderbar. Ihr könnt dem Image nochmal so einen kleinen Pep geben, nochmal ein bisschen Farbe in das Bild reinbringen. Am besten, ihr benutzt einfach eine alte Lichtlampe. Meine ist jetzt in diesem Fall von Cars, eine Kinderlampe. Wenn ihr einfach so etwas rumstehen habt, dann könnt ihr das auch wunderbar für eure Videos nutzen. Und ich finde, für so welche Videos braucht man denn jetzt auch nicht hier so eine teure Kamera. Denn die würde jetzt genau das gleiche aufnehmen. Wenn ihr mit dieser Kamera genau die gleichen Fehler machen würdet, die ihr am Anfang gemacht habt, dann würde das nicht viel besser aussehen. Vor einer weißen Wand mit dem Deckenlicht an, sieht das mit der Kamera auch nicht gut aus. Das, was die Kamera für einen Vorteil hat, ist, dass das hier einen manuellen Modus hat. Man kann also die Belichtung einstellen und dass das nicht irgendwie so die Schatten aufgehellt werden, das sieht hier ein bisschen natürlicher aus. Aber das geht mit dem iPhone auch und das zeige ich euch jetzt. Dafür braucht ihr einfach die Blackmagic Kamera App. Davon habt ihr bestimmt schon mal gehört, damit wurde auch sogar die letzte Apple Keynote gefilmt, als das iPhone 15 vorgestellt wurde. Wenn ihr dann auf der App drauf seid, dann checkt ihr am besten erstmal eure Einstellungen. Ihr solltet am besten 4K ausgewählt haben mit 24 FPS. Das ist so das Standardformat, was jeder irgendwie nutzt. Wenn ihr Full HD nutzen wollt für eure Videos, ist das vollkommen auch okay. Jetzt geht ihr auf die Kamera und stellt den ISO erstmal runter. Also auf das Niedrigste, was nur geht. Bei meinem iPhone ist das jetzt ISO 34. Also für das wenigste Rauschen, für einfach das beste Image, damit es am schärfsten aussieht. Die Blende, die könnt ihr bei einem Smartphone nicht einstellen, die ist da fest drin verbaut. Also die letzte Einstellung, die uns noch bleibt, ist
den Shutter einzustellen, die Verschlusszeit, und die macht er dann jetzt einfach auf diese Belichtung, die ihr einfach wollt. Normale Filmemacher würden jetzt sagen, ja, die Shutter-Regel wäre jetzt 1/80, also wenn ihr mit 24 Bildern die Sekunde filmt, müsst ihr 1/48, 1/50 nehmen. Das sehe ich bei einem normalen Video, wo ihr jetzt hier sitzt und nicht viel Bewegung drin hat, ist das eigentlich vollkommen egal. Also hier passt ihr das dann jetzt einfach nur noch auf eure Belichtung an. Und eine letzte Einstellung, die ihr jetzt noch machen müsstet, ist die Stabilisierung auszumachen. Wenn ihr auf einem Stativ filmt, dann braucht ihr die sowieso nicht und das Ganze wird nur unnötig hereingekroppt und Bildqualität geht verloren. Also einfach den Stabilisator ausmachen und damit habt ihr jetzt das fertige Image, womit ich jetzt hier gefilmt habe. In der normalen Kamera-App würde das jetzt viel zu hell aussehen und eigentlich jetzt auch gar nicht gut. Ach, und eine Sache habe ich doch noch vergessen, das Mikrofon. Ihr könnt nicht einfach das normale Mikrofon aus dem Handy nutzen, ihr bräuchtet ein richtiges Mikrofon. Am besten wäre es jetzt natürlich, ein dynamisches Mikrofon zu nutzen, was 100 Euro kostet, plus dann auch noch einem Audio-Interface, was auch nochmal über 200 Euro kostet, dann habt ihr wirklich super Ton. Wenn ihr das aber wie gesagt nicht habt, dann nutzt ihr am besten einfach eine zweite Audioaufnahmequelle, wie zum Beispiel hier das iPhone. Damit könnt ihr dann einfach das näher an den Mund halten und so kriegt ihr direkt viel besseres Audio hin, als jetzt hier von der normalen iPhone-Kamera. So, und mit diesen Tricks, die für wirklich jeden zur Verfügung stehen, für die man kein Geld ausgeben muss, könnt ihr jetzt eure YouTube-Karriere starten. Oder auch einfach nur ein schönes Video aufnehmen. So, das war's jetzt aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hab's nämlich. Ciao.